Und Zuschauer, ich habe es geahnt, irgendwann würde es passieren. Nach ungefähr dem 30. Web-Talk gibt es einen technischen Fehler. Vorher haben wir das nie gehabt. Tut mir leid, Hannes, dass es gerade bei dir der Fall ist. Wir holen das sicher nach demnächst in Stuttgart. Improvisieren ist aber auch eine große Aufgabe in der Kommunalpolitik. Insofern sind wir da beide ja, glaube ich, ganz gut dabei. Mich interessiert tatsächlich auch immer wieder kommunalpolitische Dinge in Baden-Württemberg. Da gehen ja auch solche merkwürdigen Dinge vor sich in letzter Zeit. Da haben wir zum einen im Oktober Luigi Pantisano, hallo Luigi, du bist ja auch dabei, fast zum Bürgermeister von Konstanz gewählt worden. Und jetzt Hannes Rockenbauch mit einem sehr, sehr guten Ergebnis in Stuttgart für die Liste Die Linke Stuttgart Ökologisch-Sozial SÖS. 18% fast. Was ist da eigentlich los in Baden-Württemberg? Was passiert in Stuttgart, was in Konstanz? Was macht ihr anders als andere? Hannes. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir so viel anders machen oder ob nur die Zeit, glaube ich, reif ist für konsequente ökologische und soziale Politik. Ich glaube, dafür steht der Luigi und ich genauso. Wir haben in Stuttgart ja auch schon gemeinsam Kommunalpolitik gemacht und machen das jetzt auch wieder ganz begeistert. Ich glaube, dass die Menschen in Baden-Württemberg an ein paar Stellen merken, dass sie unter den Zuspitzungen der globalen Probleme, sage ich mal Klimaschutz, aber dann auch den kommunalpolitischen, wie geht es mit der Verkehrswende, wie geht es mit dem Wohnen weiter, gerade keine Antworten finden bei den etablierten Parteien. Sage ich mal, die Grünen in Stuttgart sind nicht nur im Land, im Bundesland an der Regierung, sondern auch in Stuttgart mit dem Oberbürgermeister jetzt in meiner Situation hier in Stuttgart gewesen. Und da ist schon eine recht große Enttäuschung da gewesen. Also dieses Ergebnis ist nicht zu erklären ohne 8 Jahre Fritz Kuhn und Grüne an der Rathausspitze. Und wir haben gemerkt, es hat eigentlich keine grüne und soziale Politik in dieser Stadt stattgefunden. Es wurde jetzt keine reine CDU-Politik gemacht, also es war keine volle Katastrophe. Aber das, was man sich erhofft hatte an Erneuerung, an Lebensqualität, Verkehrswende, hat alles nicht stattgefunden. Das heißt, da ist so ein gewisses Aha-Erlebnis, Ernüchterung da, dass man dann doch eher konsequentere ökologische und soziale Inhalte braucht und dass die Grünen das zum Beispiel jetzt in Baden-Württemberg nicht mehr so liefern in der Art und Weise, wie vielleicht die Bürger es heute schon wollen. Wie geht denn dann eigentlich so eine andere Kommunalpolitik konkret? Ich erlebe ja in der Linken, ich weiß, du bist nicht Mitglied der Linken, aber ich erlebe in der Linken durchaus sehr verschiedene Zugänge zur Kommunalpolitik. Wir haben Leute, die sagen, naja, so viel kann man in der Kommunalpolitik eigentlich gar nicht verändern. Andere Leute sagen, naja, unterhalb unserer großen Ziele ist in kommunalpolitischen Fragen für uns nicht viel zu holen. Und dann gibt es Leute wie dich. Was ist der Unterschied? Ich glaube, dass die Kommunalpolitik eine der spannendsten Formen ist, die Menschen mit wirklich solidarischen, sozialen, linken und dann eben auch ökologischen Lösungen zu versorgen. Weil die große abstrakte Politik, die großen Ziele, die sind ja etwas, was oft auch so weit und unmöglich klingt. Und wenn wir aber Soziales und Ökologisches unmittelbar erlebbar machen können, und es geht halt im städtischen Kontext, in der Kommunalpolitik viel besser, dann merken die Leute, dass es wirklich einen Mehrwert für sie verspricht und dass es was bringt. Ich glaube, dass große Veränderungen im Kleinen vorbereitet werden müssen, dass das Bewusstsein wächst, wenn man Veränderungen schon in der Kommunalpolitik auch spürbar und erlebbar macht. Ich mache mal dafür ein Beispiel. Und das sind dann gar nicht mehr so kleine Sachen. Wir haben in Stuttgart, als ich Stadtrat wurde, 2004 gerade unsere Energie- und Wasserversorgung privatisiert gehabt. Das war so auf der Höhe der neoliberalen Privatisierungsgeschichten. Stadt und Staat können es nicht. Das macht alles der Markt und die Privaten viel effizienter und besser. Und damals wurde ich verlacht mit der Forderung, hey, wir müssen die Energiewende wieder selber in die Hand nehmen, unser Wasser zurückholen, unsere Stromversorgung, unsere Netze wieder zurückholen an Gas und Wasser. Heute haben wir Stadtwerke gegründet. Und es war eine richtige, wie soll ich sagen, ja, zu der Zeit 2004 noch schwierige Geschichte. Da war ich alleine im Stadtrat da mit der Forderung. Damals war dann, weil ich ja bei Stuttgart ökologisch sozial bin, eine Stadträtin der PDS. Damals ziemlich schnell, also die war da auch vertreten, auch bereit für Stadtwerke zu kämpfen. Da waren wir zu zweit.
Und heute gibt es klare Mehrheiten für Stadtwerke, dass das Wasser wieder in kommunale Hände muss, dass damit nicht spekuliert wird. Da muss man sich jetzt natürlich mit der EnBW rumschlagen, dass das auch so gelingt. Aber wir sind inzwischen so weit, dass wir unser Stromnetz, unser Gasnetz komplett zurückgeholt haben. Jetzt wollen wir unser Fernwärmenetz und unser Wasser auch noch zurückhaben. Und das ist, weil wir es geschafft haben, diese Bereiche als zentrale Bereiche für das Leben der Menschen zu definieren, wo eigentlich das Geldverdienen damit nicht okay ist. Weil wir sie brauchen, um Energiewende zu machen und eben auch zum Beispiel das Wasser wieder als Nahrungsmittel und Lebensquelle für uns alle jenseits von Profitinteressen zu organisieren. Und das verbindet, glaube ich, so etwas, wo das große Abstrakte, dass man mit bestimmten Sachen nicht einfach Geld verdienen sollte oder wild rumspekulieren sollte, sondern es für die Menschen da sein sollte, mit einem ganz kommunalen Projekt, mit Stadtwerken, die von unserer Stadt in 100% städtische Gesellschaft jetzt noch mit in Teilen immer Partnern und Externen eben auch gemacht werden. Die EnBW hängt noch beim leider ein bisschen drin, die sind wir noch nicht ganz losgeworden, aber nur noch minderheitenmäßig. Und so wird aus was Großem, aber was Reales, ganz Konkretes, Erfahrbares, wo dann eben auch gezeigt wird, Kommune kann eben auch Energiewende machen und spielt da einen Part. Oder ja. Und deswegen finde ich das eine tolle Verbindung. Jetzt gesprochen, Nachvollziehbarkeit, Bürgernähe ist wichtig, aber du hast da auch davon gesprochen, 2004 wart ihr ziemlich alleine und die Bürgerinnen und Bürger haben das gar nicht so gewollt. Braucht man dafür auch so ein bisschen was wie Rebellentum, ein bisschen Freakigkeit, bisschen Störrigkeit, Widerborstigkeit? Was ist da Wesensmerkmal für einen guten Kommunalpolitiker oder für eine gute Kommunalpolitikerin, wenn sie links ist? Ich glaube, die Verbindung zu machen von diesem, was wir grundsätzlich auf politischer, gesamtgesellschaftlicher Ebene eigentlich erreichen wollen, dann auch im konkreten Handeln der Kommune zu erkennen. Also das ist fast ein schöpferischer, kreativer Akt. Also wenn ich den Begriff der Daseinsvorsorge jetzt gerade bei der Energie gemacht habe und beim Wasser gemacht habe, könnten wir den ja weitermachen. Wir könnten hin zur Bildung gehen. Dann gehören Kitas dazu. Die Forderung, Kitas kostenlos zu machen, ist eine alte Forderung. Die ist nicht so schnell und immer noch nicht umgesetzt. Aber die Kita wird in Stuttgart jedes Jahr billiger jetzt gerade. Also weil wir, also jeden Doppelhaushalt nochmal irgendwie, nochmal 50 Euro weniger, nochmal 50 Euro weniger, weil der Druck wirkt. Und was ich gemerkt habe, ist, weil du gerade gesagt hast, die Bevölkerung ist da gar nicht so weit, ist es eher die Politik, die politischen Mehrheiten der etablierten Parteien, die sind nicht so weit. Wir haben die ganzen Energiegeschichten, haben wir zum Beispiel immer gemacht mit Bürgerbegehren in Stuttgart. Also das waren Bürgerinitiativen und Menschen, die Unterschriften gesammelt haben, der Gemeinderat möge sich damit beschäftigen. Das heißt, das Alleinesein im Gemeinderat hätte gar nichts gebracht, wenn es nicht Bürgerinnen gegeben hätte, die sich engagiert hätten, die sich eingemischt hätten, denen wir dann das Rathaus öffnen konnten, die wir unterstützen konnten mit rechtlichem Beistand oder mit Räumen im Rathaus unterstützen konnten und so eine Vernetzung hingekriegt haben zwischen außerparlamentarischen, aktiven Bürgerinnen und unserer Stadtratsarbeit. Und beides zusammen hat dann eben auch politische Mehrheiten im Gemeinderat von den Gewählten verändert. Und ja, das ist schon ein bisschen Rebellentum. Wenn die nicht spuren im Gemeinderat, dann muss man eben Action auf der Straße machen. Das kann dann auch sein, dass es wie in Stuttgart vor einigen Jahren dann zu Hausbesetzungsaktionen kommt, die wir unterstützen, wo wir uns solidarisieren, als Stadträte hingehen. Zusammen war ich mit Tom Adler von den Linken, Luigi und ich waren dann dort und haben Interviews gemacht, auch Facebook Live und haben uns solidarisiert mit den Besetzungsaktionen. 2 Monate nach der Besetzungsaktion gab es das erste Mal in Stuttgart 150 Millionen Euro für den kommunalen Wohnungsbau. Ja. Das wäre ohne das Agenda-Setting der Aktivistinnen nicht passiert. Mit denen wir also dann da kann ich mal ganz kurz einhaken auch. Ich war ja mal eine Zeit lang Kommunalpolitiker, 12 Jahre lang. Und da gab es so ein ähnliches Ereignis, als nämlich junge Leute in der Lutherstadt Wittenberg keinen Jugendclub hatten, machten sie irgendwann, nachdem sie monatelang in den diversen Verwaltungen die Klinken geputzt hatten, und zwar ziemlich erfolglos, haben sie dann ein altes Gesundheitsamt besetzt. Mhm. Und als sie es gemacht haben, und vor allen Dingen haben sie sich sehr gut und klug verhalten, sie haben nämlich nicht einen auf dicke Hose gemacht, sondern sie haben mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, die dort ihre Wohnung, ihre Kleingärten hat, haben sich dort gemeldet und haben gesagt, schaut rein, was wir machen. Und sie haben damit den Stadtrat ziemlich unter Druck gesetzt.
Es musste ernsthafte Verhandlungen darüber geben, dass sie dann endlich auch einen Jugendclub bekommen. Also solche Verbindungsstücke sind in der Kommunalpolitik offenbar gang und gäbe. Jetzt hat Jan aus Hamburg die Hand gemeldet und wir würden ihn direkt mal reinnehmen. Jan. Thomas, kannst du? Hallo Jan. So, du hast dich gemeldet und wolltest auch etwas reinsagen hier. Jan, du müsstest den, du müsstest dein Mikrofon anmachen oder willst du vielleicht doch nichts sagen? Gut, dann stellen wir den Jan nochmal zurück. Und hallo Jan. So, jetzt. Falls ich der Jan bin, der gemeint war, ich habe mich nicht gemeldet, aber ich bin Jan aus Hamburg. Tut mir leid, technisches. Tut mir leid, du hast die Hand gehoben gehabt, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass du alles klar. Gut, aber dann schicken wir dich wieder raus und wir machen einfach gleich weiter. Aber ihr, alle, die hier drin seid, wisst zumindest, wie es funktioniert jetzt, indem ihr nämlich Hand meldet oder eine Frage in den Chat formuliert und könnt dann im Prinzip auch direkt mit Hannes oder mir über Kommunalpolitik und rebellische Kommunalpolitik reden. Hannes, lass uns weiter über Kommunalpolitik reden. Du sagst ja selber, du bist mit 40 noch ein Heißsporn. Zumindest hat der Freitag dich so bezeichnet. Warum eigentlich? Oh, das weiß ich nicht, aber ich mache das aus voller Überzeugung und mit Leidenschaft. Vielleicht liegt es daran, weil dieses, ja, was wir gerade beschrieben haben, Entwickeln von großen Themen im konkreten Kleinen, dass das unmittelbar das Lebensfeld verbessert, das macht tierisch Spaß. Und ich bin radikalisiert worden, ein bisschen durch meine Töchter jetzt wieder, weil die in dieser Stadt groß werden, die ich immer noch so wenig fortschrittlich, die Luft stinkt immer noch und also es geht einfach nicht. Und da werde ich auch ein bisschen ungeduldig manchmal. Und Stuttgart ist ja nicht nur bekannt für, weil ich lese jetzt bei euch, sozial, ökologisch, aber Stuttgart ist ja auch bekannt für Automobil. Und das sind ja wohl eine erhebliche Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern, die dort arbeiten. Wie vollziehen die eigentlich eure Politik vor Ort nach? Also das ist, glaube ich, ganz, ganz unterschiedlich, weil alle, die auch jetzt gerade von diesem enormen Reichtum, muss man ja schon sagen, in Stuttgart, den uns die Automobilproduktion gebracht hat, leider noch ziemlich abhängig vom Verbrennungsmotor, die profitieren davon, aber die sind ja alle auch Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Die stehen genauso im Stau, die suchen genauso Kita-Plätze, die werden genauso vom bezahlbaren suchen Wohnraum im Endeffekt. Gut, die können sich relativ gute Mieten leisten, aber die haben ähnliche Probleme wie alle anderen. Also die profitieren auch davon, wenn wir mehr Kita-Plätze schaffen, wenn wir die Radinfrastruktur ausbauen wollen, wenn wir die öffentlichen Räume besser gestalten wollen, dann profitieren die auch davon. Und das heißt, da sind sie auf jeden Fall dann immer mit dabei bei der großen und für Stuttgart existenziellen Frage, wie kriegen wir jetzt die Machtfrage auch in den großen Autokonzernen gestellt und wie läuft es solidarisch, dass wir dort auch ökologische Produkte wollen, emissionsfreie Produkte wollen. Da ist schon in Stuttgart ein Spezialfall, der sehr schwierig ist, weil da viele Ängste sind, weil viele Existenzen da dran hängen. Umso wichtiger ist, glaube ich, eine soziale Kommunalpolitik, damit die Ängste nicht zu groß werden vor Veränderungen in der Automobilindustrie. Also das spielt schon eine starke Rolle, so entnehme ich dem. Wie konstruktiv sind denn da diejenigen, die eben auch gerade davon leben, dass sie dort Autos bauen dürfen, Autos bauen müssen letztendlich auch, um ihren Lebensstandard zu halten. Wie nehmen die das wahr? Also mit welchen Varianten versucht ihr, sie von sozialer und ökologischer Politik zu überzeugen? Also ich habe das schon jetzt auch im Wahlkampf gemerkt, dass wenn ich immer gesagt habe, ich bin für die autofreie Innenstadt, dann hast du richtig Gegenwind, weil das kann natürlich jetzt gehört dieses
Ingenieurtum und der Verbrennungsmotor und dann noch die letzte Effizienz rauszuholen und das zu entwickeln, ist schon so eine DNA von ganz vielen hier. Und da kommst du dann her und sagst, ich will die fast autofreie Stadt dann nur noch für die nicht mehr körperlich anders können oder für den Lieferverkehr die Autos, aber sonst machen. Für die ist das eine Kampfansage. Also das ist schon so, dass jetzt ich speziell in meinem Kontext da sehr umstritten und auch polarisierend wahrgenommen werde. Das Kunststück ist aber auf der anderen Seite, glaube ich, diesen Menschen klarzumachen, wir sind immer, wenn es darum geht, dass die Konzerne nur Kostenstrukturen optimieren oder Produktionen ins Ausland verlagern, dann sind wir solidarisch an eurer Seite. Dass wir da eine Zusammenarbeit hinkriegen, eine Solidaritätsadresse haben wir gerade gemacht, weil Daimler jetzt 4.000 Jobs abschafft, die eigentlich nichts Corona-bedingt zu tun haben oder mit der großen Transformation des Autos, sondern die einfach sich jetzt so in Stuttgart nicht mehr lohnen und sie woanders die machen wollen. Bei Mahle Bär läuft das Gleiche dann bei den Zulieferern. Und da solidarisch zu sein, ist eine Antwort. Und gleichzeitig eben, das meinte ich vorher, eine Kommune muss ja eine soziale Teilhabegarantie, glaube ich, aussprechen. Weil diese Menschen haben ja wirklich was zu verlieren. Und ihnen aber klarzumachen, mit einer sozialen Politik, die wir garantieren können, da gehört dann eben umfassende Geschichten dazu, wie wir machen ticketfreien Nahverkehr, wir machen kostenlose Kita, Kultur und Bildung sind für dich immer erschwinglich, das Wohnthema ist nicht mehr nur eins, das vom großen Geldbeutel abhängt. Da geben wir ihnen ja eine Teilhabegarantie, dass vielleicht auch der eine oder andere sagt, okay, das mit der Existenzangst ist gar nicht so. Ich kann mich vielleicht auch mit dieser Absicherung auch mal neu erfinden, was anderes tun, anderen Produkten. Und dann gibt es schon Leute, die kommen von Bosch und sagen, also wir haben ganz andere Ideen, was wir mit unseren Schlüsselqualifikationen und unserem Wissen anfangen können, wie Verbrennungsmotor. Die gibt es dann auch und die suchen dann den Kontakt mit uns. Aber das ist natürlich ein ganz schwieriger Prozess, weil Kommunalpolitik und Betriebsratsarbeit, es ist schon nochmal eine andere Welt. Also da bin ich gar nicht so der Experte. Ich hatte letzte Woche Jürgen Resch, der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, da. Der ist euch, denke ich mal, durchaus bekannt als jemand, der auch in Stuttgart die Dieselfahrverbote mit durchsetzt. Aber der beschreibt auch, dass in Stuttgart gerade Arbeitsplätze abgebaut werden, und zwar für die Verbrennungsmotoren, und zwar deshalb, weil die nach China verlagert werden oder in andere Länder, die halt als billig Produkte funktionieren. Und vor dem Hintergrund, dass Festhalten am Verbrennungsmotor auch für die Stuttgarter Automobilbauerinnen und Bauer ja gar nicht so zukunftsträchtig ist, sondern wenn, dann eher tatsächlich auch die ökologische Transformation aktiv mit aufzunehmen. Ne? Absolut, ja. Sehe ich auch so. Dass im Endeffekt ist das ökologische ein Innovationsdruck. Wenn wir den schaffen, dann ist es gut für die Entwicklungsjobs. Die ganzen Entwicklungsabteilen, die Ingenieure, die wir da haben. Das heißt, es ist dann vielleicht an der Seite, wo es gerade diese spezielle Form der Wissensproduktion und etc. braucht, auch eine Chance, wenn wir da sich der Aufgabe emissionsfreier Produkte, anderer Produkte, Dienstleistungen heute stellt, weil man sie dann schneller entwickelt und nicht irgendwann dann vielleicht von der Konkurrenz überrannt wird. Und deswegen sehe ich das auch als sinnlos, am Alten festzuhalten, lieber schnell das Neue versuchen, intensiv anzugehen, ins Ökologische zu verbinden, und dann besteht da noch eine Chance, Produkte zu entwickeln, die eine Zukunft haben. Weitere Frage, ich höre jetzt immer mal wieder bei dir Kita, Beitragssenkung und so weiter und so fort. Das ist offenbar eines der ganz wesentlichen Themen, habe ich das so jetzt so mitbekommen, oder ist das eine Fehlwahrnehmung von mir, dass das eines der tragenden Themen ist von euch? Also die Idee dahinter ist, dass eigentlich, wenn die öffentliche Daseinsvorsorge, das, was unmittelbar zur gesellschaftlichen Teilhabe, darüber muss man dann immer spezifisch reden, aber für mich gehört dann Teil der Gesundheit, der Bildung dazu, da gehört auch die öffentliche Mobilität dazu, dass diese Bereiche, und das wäre ja ein fast utopisches Ziel, dass die nicht mehr mit Eintrittspreisen versehen sind, sondern dass die für alle garantiert werden. Also aus einem Daseinsvorsorgeanspruch heraus, die Kommune diese Dienstleistung an den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellt. Und so, man könnte sagen, was ist wie ein kommunales Grundeinkommen, ja, weil diese Grundleistungen oder Grundnahrungsmittel, sage ich jetzt schon fast, Grundfähigkeiten von Bildung, Kultur, jeder dann einfach genießen kann, unabhängig davon, wie es ihm finanziell geht. Das ist ein sehr langer Prozess, das ist auch mit viel Geld verbunden, dorthin zu kommen. Und
deswegen gehört die kostenlose Kita da auf jeden Fall dazu, aber genauso der ticketfreie Nahverkehr, die Frage, dass Kinder in Museen keinen Eintritt mehr zahlen müssen oder in den Stadtbibliotheken, dass diese Sachen kostenlos sind, die kommen dann aus diesem Anspruch, dass ja dann schon in der Bandbreite das Leben eigentlich an den Stellen, wo es wichtig ist, damit die Gesellschaft zusammenhält und auch weiterkommt, dass die unabhängig vom Geldbeutel sind. Das ist ein ganz wichtiges Thema für soziale und ich glaube auch linke Politik. Ja, da kommen wir, finde ich, zu einem ziemlich guten Punkt bei der Frage, wie verbindet sich eine, Achtung, böses Wort, revolutionäre Kommunalpolitik eigentlich mit einem gesellschaftsverändernden Anspruch? Und zwar, indem sie im Kleinen aufzeigt, was unsere gesellschaftliche Utopie ist, nämlich, dass bestimmte Bereiche des Lebens für alle, unabhängig von der Frage, was sie gerade im Geldbeutel haben, nutzbar sind. Das, was wir als Teilhabe benötigen, das können wir kommunalpolitisch natürlich nicht vollständig umsetzen, das ist völlig klar. Aber wir können ein bisschen Hunger drauf machen, ein bisschen Appetit drauf machen, genau. Was passieren könnte, wenn das eben nicht nur im Kleinen, sondern notwendigerweise eigentlich im Großen geschieht. Das finde ich eines für mich auch immer wieder neben der vielen, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, neben der vielen Niederlagen, die wir auch als Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker so täglich erleben, weil uns immer wieder erzählt wird, was alles nicht ginge, man dann trotzdem sehr viel mitbekommt, was dann doch eben gehen kann. Und vor allen Dingen, wenn man so das Leuchten in den Augen derer sieht, die dann feststellen, oh, es hat geklappt, es ging, es geht ja doch. Das, was bislang völlig undenkbar erschien, nämlich zum Beispiel die Senkung der Kita-Beiträge oder, wie wir in Berlin jetzt haben, die Kostenfreiheit bei den Schülerinnen und Schülern im öffentlichen Nahverkehr. So. Ja. Lass uns mal zu einem anderen Thema kommen, und zwar nicht nur Linke, sondern auch unsere Partnerinnen und Partner aus den anderen progressiven Parteien, sage ich mal so im weitesten Sinne. Wie funktioniert das eigentlich in Stuttgart? Also die Zusammenarbeit mit Sozialdemokraten, Grünen, wen gibt es da noch? Also wir haben in Stuttgart ein ganz buntes in der Kommunalpolitik, weil wir in Baden-Württemberg auch das Kommunalwahlgesetz geändert wurde, kommst du schon mit 1% kommst du in den Stadtrat rein, in den Gemeinderat rein. Und dadurch gibt es, wir haben ja in unserer Fraktion, das ist nicht nur SS und Linke, sondern wir haben Piraten und Tierschutzpartei noch dabei. Und es gibt nochmal eine Fraktion, die eigentlich aus, aus kleineren Listen zusammengesetzt sind. Das sind einmal die Statisten sind da drin, dann ist eine junge Liste da drin und dann ist die Partei da drin. Die kommen dazu. Und bei uns ist es schon so, dass wir uns täglich fragen müssen, welche Personen gehören jetzt von Grüne und SPD wirklich zu dem, was wir ökologisch und sozial nennen, dazu. Weil sich in Baden-Württemberg die Grünen schon teilweise sehr eingekuschelt haben in einem schwarz-grünen Kurs. Also die Gewählten, sage ich jetzt mal, das lag auch an der Oberbürgermeisterkonstellation, dass der OB immer mit seinen schwarzen Bürgermeistern Bündnisse machen musste, die sich dann auch im Gemeinderat wiedergespiegelt haben. Und bei der SPD, wir sind inzwischen ja die drittstärkste Fraktion, also vor der SPD im Stadtrat, im Gemeinderat. Und die SPD, da gibt es Leute, mit denen kannst du super zusammenarbeiten. Und dann gibt es Leute, die das noch nicht verwunden haben irgendwie, die dann irgendwie dich als Lieblingsgegner sehen oder sowas. Da ist die Zusammenarbeit dann eher von solchem ja, Stolz oder nicht oder sowas gibt. Es ist manchmal echt schade und kindisch, aber insgesamt arbeiten wir professionell zusammen. Beispiel letzter Haushalt. Da haben wir so viele Stellen beschlossen wie noch nie, so viele ökologische Projekte und soziale Projekte beschlossen wie noch nie. Zum Beispiel gerade Kita-Gebühren nochmal um 50 Euro runter. Und das war ein Bündnis, da haben SPD, Grüne, die PULS-Fraktion, unsere Fraktion und sogar am Ende noch ein paar FDPler mitgemacht. Also das waren sozialliberale FDPler, die dann auch zum Beispiel gerade was den enormen Stellenanwuchs in der öffentlichen Verwaltung, passt ja gar nicht zur FDP, aber begriffen haben, ohne Menschen in der Verwaltung geht es mit der Daseinsvorsorge in den Dienstleistungen für Bürger nicht. Also großartig. Also da gibt es schon erstaunliche Bündnisse, die dann mal quer auch der typischen großen ideologischen Linien vielleicht anders wie in einem Bundestag laufen können. Und das macht auch Spaß. Ja, das ist eins der Besonderheiten von Kommunalpolitik. Das ist auch meine Erfahrung, dass man gelegentlich die skurrile Situation erlebt, dass auch CDU- oder FDP-Mitglieder für vernünftige Lösungen sind. Ja, genau. Und
Und das ist das Schöne an der Kommunalpolitik, ist manchmal so konkret, da kann man einfach noch ganz konkret argumentieren. Da hat es nicht nur mit Weltanschauung zu tun, sondern da sieht man, es gibt auch eine Fachmeinung, eine Expertise dann genau zu diesem Punkt und der ist durchargumentierbar und dann kommt man auch zu solchen Sachen dazu, ja. Also man hat gelegentlich den Eindruck gehabt, dass zum Beispiel die Frage des Sparwahns, die ja bei den Kommunen zuerst ankommen, weil dort der ausgeglichene Haushalt qua Gesetz erforderlich ist, dass das natürlich für die gerade Kommunalpolitiker, und zwar auch dann, wenn sie konservativ waren, irgendwann zum dicken Problem wurde, weil sie natürlich ja auch festgestellt haben, dass sie eigentlich sinnvolle und notwendige Dinge nicht umsetzen können, wegen dieser verrückten schwarzen Null, wegen dieser verrückten Schuldenbremsen-Situation. Ja. Alles das, was sich zwar in der abstrakten Schau angeblich als sinnvoll erscheint, also schwäbische Hausfrau mäßig, man kann nur ausgeben, was man eingenommen hat, was aber in der politischen Praxis nicht sinnvoll ist, weil man selbstverständlich auch mal Schulden aufnehmen muss, wenn man was investieren will. Niemand würde zum Beispiel ein Auto nicht kaufen, obwohl er zur Arbeit fahren muss. Nur weil er dann natürlich dieses Auto auf Raten zahlt. Stattdessen lieber arbeitslos bleiben. Das wird ihn niemand tun. Und in der Situation dann eben auch CDUler auf sinnvolle Ideen kommen. Nämlich man könnte ja mal sich neu verschulden. Und diese Situation gibt es heute. Das haben wir noch nicht geschafft in Stuttgart. Da sind okay. Schon noch die also eure CDUler bleiben lieber weiter dann arbeitslos statt. Nein, aber das Interessante ist, der neue Oberbürgermeister von der CDU, der hält es für kein Problem. Die CDU-Fraktion hat da gerade gestern noch eisern dafür gekämpft, dass das ja nicht. Also wir schaffen es jetzt, und das war auch langer Druck und politische Arbeit, auch der OB-Wahlkampf hat dazu genutzt, dass wir trotz Corona 2020 und 2021 nicht sparen. Wir geben jetzt einfach mal weiter Geld aus als Kommune und halten an unseren Beschlüssen fest. Das ist ein richtig starkes Zeichen von starker Kommune und Stabilität, die wir damit reinbringen, für alle sozialen und kulturellen Einrichtungen zum Beispiel, aber auch für gesundheitliche. Und da tut sich die CDU enorm schwer. Im Wahlkampf hat der CDU-OB, jetzt der zukünftige, ganz klar gesagt, da verschuldet man sich halt mal für ein paar Jahre. Das zahlt man dann ab, wenn es uns wieder gut geht. Also das ist dann ein anderes Format von Kommunalpolitiker. Aber sonst ist unsere CDU da schon noch sehr schwarze Nullmäßig schwarz. Ja, wir können dann bei dieser kommunalpolitischen Frage ja schon auch die ein oder andere Veränderung feststellen. Du hast angesprochen, wenn es darum geht, schwarze Null, aber auch, dass bestimmte Grundversorgungen nicht privat sein dürfen. Das ist so ein kleiner Punktgewinn für die Linke, oder? Ja, ich sehe es auch in der Bodenpolitik auf jeden Fall so, dass inzwischen in Stuttgart klare Mehrheiten dafür da sind, dass die Stadt eigentlich in der Regel nichts mehr verkaufen kann an städtischem Boden und dass wir sogar jetzt Boden kaufen. Ich habe vorher die 150 Millionen erwähnt, die zum Boden kaufen eingestellt wurden. Und da hat sich die Haltung auch durch, weil Boden auch nicht so eine klassische Ware sein darf, meiner Meinung nach, weil da unser Wohnen drauf findet, aber auch unsere Lebensmittelproduktion, whatever, es ist ein endliches Gut, dieser Boden. Und da nicht nur spekulativ mit umzugehen, ist notwendig. Und das waren dicke Bretter, wo sich langsam was verschiebt, weil in allen Städten das Mietenthema so groß wird, dass wir, glaube ich, gerade beim Wohnen und beim Mieten mit einer anderen Ticke, dass das eben nicht der Markt organisiert, weil der Markt dort nur die Rendite mit der Miete macht, dass wir da andere Gesetzmäßigkeiten und eine starke kommunale Rolle, was den Boden angeht, aber auch den Wohnungsbau angeht, wieder brauchen. Das ist auch eine Verschiebung, die ich feststelle und die ohne uns nicht stattgefunden hätte. Ja, sagt Hannes Rockenbauch. Vielen Dank, Hannes, dass du da warst. Und an alle anderen, die hier dabei sind, lasst euch von den Miesepetern und Miesepetras nicht erzählen, dass Kommunalpolitik langweilig, öge, tröge, sonst was sei, sondern auch Kommunalpolitik kann richtig cool sein, kann rebellisch sein und kann auch einen kleinen Schritt in Richtung demokratischen Sozialismus bringen, wenn man will. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Hannes. Wir sehen uns nächste Woche wieder, zum letzten Mal in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr denke ich mal wieder, am 18.12. Achtung, das ist ein Freitag. Es geht diesmal um Schule und Digitalisierung und ich habe mir da die Birke Bull-Bischoff eingeladen.
Sie ist Bundestagsabgeordnete und bildungspolitische Sprecherin. Aber ich glaube, aus aktuellem Anlass wird es auch ein kleines bisschen um Sachsen-Anhalt und diese Gebührengeschichte gehen. Die Koalition droht da ja zu zerbrechen. Und wir werden hören, was in Sachsen-Anhalt los ist. Bis dahin, bleibt gespannt und macht revolutionäre Kommunalpolitik. Bis dahin. Ciao. Tschüss.